So, das war's mit der heutigen Wanderung. Die Strecke hat etwa 13,8 Kilometer und führt über 270 Höhenmeter. Dass das Video so kurz wird, habe ich jetzt selber nicht erwartet, aber naja, es geht halt die ganze Zeit durch den Wald und so viele Highlights und Abwechslung gibt es jetzt nicht. Ich fand aber, es sah recht wild und naturbelassen aus und das direkt vor den Toren von Köln und Bonn, das hat mich schon etwas erstaunt. Nur natürlich Auto- und Flugzeuglärm, das ist leider Standard bei uns in der Region. Genau wie der Hund, der gerade im Hintergrund die ganze Zeit bellt. Aber man muss schon sagen, die Stimmung morgens war doch echt magisch. Also das hat echt Spaß gemacht, diese Tour zu laufen. Natürlich auch mit dem lieben Waldpotato Dennis. Es war mir wieder eine Freude. Gerne wieder. Wie ihr seht, das Setting hier ist etwas anders als sonst, denn ich bin gerade im Urlaub.
Aber ich hoffe, dadurch schaffe ich es auch mal, die ganzen Videos, die sich angeschaut haben, zu schneiden und zu veröffentlichen. Da kommt auf jeden Fall jetzt eine Mischung aus älteren Wanderungen, die jetzt vielleicht nicht so gut gefilmt sind, auch nicht mit dem Top-Equipment, aber landschaftlich doch sehr schön sind, die wollte ich euch nicht vorenthalten, und ein paar aktuelle Wanderungen sind auch noch dabei. Aber genug Gequatscht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo, falls noch nicht geschehen, und bis zum nächsten Mal. Ciao! Du immer mit deinen frühen Morgens los, weißt du, am Nachmittag vielleicht als Kopf gewesen. Und noch kleine Ollis. Guck mit.